So Leute, ein herzliches Willkommen in einer neuen, in einer der ersten Folge von Hans Showdown. Ich hatte schon mal versucht, das Ganze aufzunehmen, aber die Grafikkarte sagte nö. Jetzt habe ich herausgefunden, woran es lag. Jetzt spielen wir zu zweit mit dem Leon. Hi. Im letzten Stream dazugekommen und mitgespielt. Jetzt ist er da. Ja, da haben wir eine schöne Runde sogar gemacht Ja, im Stream. eine sehr, sehr schöne Runde. Könnt ihr nachgucken? Ist auch auf YouTube online die Runde. Ja. So. Da hoffen wir, dass das jetzt auch wieder so gut wird. Ha? Ja, komm, die erste Runde am Tag, die muss gut werden. Ja, auf jeden Fall. Die letzte auch. Ich habe mal mit Sven das Problem gehabt. Wir wollten aufhören, aber wir konnten nicht mit einer scheiß Runde aufhören. Es ging immer so weiter. Bis wir es dann aufgegeben haben, irgendwann um 3 oder so. Es ist Nacht. Oh. Hey, wieso habe ich ein Zielfernrohr? Ah, du hast die Wetter, die Karabiner. Ja, du hast die mit Scheiße, ich diesem habe die Visier falsche ausgerüstet. ausgenommen. Mann! Wenn nicht, wenn wir einen getötet haben oder so, oder wenn wir jemanden Todes finden, kannst du eine neue Waffe aufheben. Ja. So. Welche Seite sind wir denn? Ah, auf der Seite mit dem Assassin, okay. Ach so, da ist ja in meine Linie. Lull. Ist mir noch nie aufgefallen. Naja. Na, jetzt wo die Boss den Frenzy Mode haben, kann der Assassin auch schon ziemlich stark nerven, wenn der in diesen Frenzy Mode geht. Assassin, ja. Hat er jetzt auch, den haben die auch. Ja, wie die Spinne, der hat auch einen neuen Frenzy Mode. Wobei der von der Spinne halt stärker ist, glaube ich, wie der vom Assassin. Okay. So, warte, ich bin unterwegs. Hey, das ist doch genau die Seite. Waren wir das gestern auch? Das ist doch das gleiche. Wie gestern im Stream, oder? Ja. Ja. Dieses Mal ohne Gegner. Oh, wird extrahiert. Okay, ich würde sagen, wir laufen dann mal zu Darrow Livestock. Wir gehen erstmal oben die ganzen Sachen abklappern. Nicht, dass wir jetzt nach unten laufen und später doch irgendwas von oben ist. Ja. So. Gehen eigentlich diese komischen Hinweise da auch mal weg oder ist das jetzt nur für den Anfang immer? Welche Hinweise meinst du Ja, denn? bei mir kommt immer Use Dark View oder irgend Ach sowas. so, das müsste glaube ich in Option irgendwie ausstellen. Ich habe aber jetzt selber nicht nachgeschaut. Okay, weil ich habe nämlich geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Mir gefällt das bei Nacht hier gar nicht. Mir gefällt das bei Nacht hier gar nicht. Vor allem, weil wir noch Stufe 1 Hunter haben wegen dem Vibe und wir jetzt so hell gekleidet sind mit denen. Also sind die anderen dunkler? Gerade Stufe 3 Hunter haben ein paar ziemlich dunkel, so in Richtung schwarz gehende Skins. Die sind halt bei Nacht doch schon stärker als hier die eine. Wir Ja, die. haben halt so komplett weiße Klamotten an, ne? Ja. Also ich muss ja hier auch das Licht ausmachen. Nicht wundern, Leute. Weil ich sonst nichts sehe in der Nacht. Okay. Und auch zu Alice fahren, würde ich sagen.
Okay, ich laufe da mal hinterher, ja. Ah, stimmt, die Wien. Aha, da ist eine Kasse. Ich hab's klingeln hören. Ich würde mir gerne irgendwo mal so einen Überblick verschaffen, aber irgendwie ist hier nirgends was. Hm. Die Zombies sind schlauer geworden, ne? Ja. Die laufen dir nämlich so übelst lange hinterher, ne? Und drin ist so ein großer. Den wird trotzdem einfach runter. Pass auf, der ist direkt hinter dir. Ah. Oh Gott, ey. Fettklops ist unterwegs. So. Warte kurz. Ich musste nur hier das andere Licht anmachen. Ja, alles gut. Ich finde sowieso komisch, wir haben noch nicht wirklich Schüsse in unserer Nähe gehört, geschweige denn im Gegner gesehen. Nee. Das kommt mir alles irgendwie ziemlich komisch vor gerade. Inwiefern komisch? Ja, das ist gleich einfach über den Haufen geschossen worden, weil die hier irgendwo einfach campen. Hm. Warten wir es ab. Boah. Oh, da ist einer. Ups. Na Mann, ich töte den eben. Wen? Die. Den hier. Ach so. Oh, Schüsse. Juhu. Wir sind auch nicht alleine. Oh, Hunde. Was ist da gerade explodiert oder sah das so aus, weil er gegen den Zaun gesprungen ist? Ich habe nur zwei Lebensbalken, lol, ist mir gerade erst jetzt aufgefallen. Was sehen wir denn? Ah, da oben drauf. Okay. Lol, da hatte ich auch noch nie. Da habe ich noch nie gesehen, dass da ein Hinweis sein kann. Ich gehe mal hoch. Das ist ein richtig blöder Spot, oder? Naja, du bist halt mitten auf dem Präsentierteller gerade bei Nacht. Aber es ist auch nicht gerade schlecht, um jetzt mal kurz Überblick zu verschaffen, aber ich sehe halt niemanden. Ich kann nicht mehr ran. Oh, ouch. Ah, ist sogar bei uns. Okay. Lol. Ist das im Keller? Gibt es den Keller? Ja, wir sind das ja eine Gebäude sind wir ja durch, deswegen. Wir sind ja gerade durchgegangen, das im eigentlichen Keller geben. Ich denke mal, hier unten. Wer ist der in dem Gebäude hier? Ja, der ist in dem Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und mit was hast du gesagt? Mit dem Hammer? Nee. Gegen den würde ich mit dem Hammer kämpfen, weil das ist halt so ein Nahkämpfer. Also mit Schießen oder was? Ja. Oder mit den Laternen. Und immer wenn der auf dich zukommt, würde ich wegrennen, weil... Okay, ich suche gerade, ob es irgendwo noch Laternen gibt, die ich verwenden kann. Aber ich habe keine gefunden, ich habe Brandbomben. Wobei, lass mal kurz wieder raus, dass man noch nicht fighten. Lass erstmal nach anderen Spielern schauen. Ich sehe uns hier gleich. Hilfe, ich brenne! Oh, ein Problem hier gerade. Oh nee. Wo ist denn der Heinz? Alter Schwede, was war das denn gerade? Der lebt da immer noch. Ah. Der kann verbrennen. Ich wusste gar nicht, dass der Brandschaden bekommen kann. Ja, von 345 Schüsse.
Wo denn? Hier in Richtung Norden, oder? War das Ja, Richtung ungefähr? Norden, ja. So Nord-Nordwest irgendwie. Nickt ebenfalls so Post. Nö, ist voll. Sieht halt bei Nacht nichts, ne? Kann man hier irgendwie auf das Dach rauf? Gute Frage, aber ich weiß. Ja, doch hier. So. Ich sehe halt wirklich auch nicht so niemanden. Aber hier sind aufpassen, dass uns keiner sieht. Also von 165 kommen auch Schüsse, aber ich glaube, die machen den. Ja, der kann auch hier unten im Garten, nicht Garten, in diesem Hof hier drin rumlaufen. Tatsächlich, der war hier gerade kurz. Wer? Achso, der. Ja, der Assassin. Lul. Ein Pferd wird irgendwo. Ich habe gerade nur nicht gehört, wo. Die sind halt alle auf der Seite vom Butcher eigentlich, ne, die Schüsse, die wir hören. Obwohl, außer die von Nord-Nordwesten, die dort herkamen. Von denen sollten wir aufpassen, der Rest ist eigentlich nicht in unserem Gebiet, also. Wo ist denn das Pferd, das wird? Er ist so schnell. Da. Soll ich ihn anzünden mit meiner Granate oder soll ich die aufsparen für Spieler? Weiß halt nicht, ob er mich hier oben treffen kann. Ich hoffe manchmal nicht. Er brennt erstmal. Nice. Hä? Das hat mich getroffen übrigens. Oh, er läuft nochmal ins Feuer. Er ist ins Feuer gelaufen? Ja, der ist nochmal da rein. Die Zombie. Ah, ne, doch nicht. Hä? Was ist denn jetzt? Was hast du? Ah, links. Ja, ich habe geschossen kurz einmal, dass er wieder kommt, aber. Sonst noch? Okay, ich gehe mal wieder kurz hier hoch, wieder raus und wieder rein. Ah ja, doch, jetzt. Ist er denn? Da links irgendwo. Ah, komm her, du. Ups. Das ist gerade echt unangenehm, nicht zu wissen, wo die Spieler sind. Weil da auch nicht mehr geschossen wird. Hä? Die Zombies sind weg. Ah ne, die Zombies. Ja, die Hä? sind gerespawnt, okay. Wieso? Das ist normal, dass die so weg sind. Merkwürdig. Ich habe das auch noch nicht gesehen bis jetzt, dass sich die Zombies einfach respawn gesehen haben. Oder? Nee. Wo? Nee, das ist ein Pferd, das wiehert. Das ist aber gleich wegen uns. Also von hier hinten, also da ist ein Pferd irgendwo. Das hat angefangen, hier hinten. Ja, das liegt da sogar. Ist das wegen uns, das wiehert? Ja. Ich schätze. Lass Ich uns glaube, wenn wieder. das Spieler wären, hätten wir das schon mitbekommen.
Wahrscheinlich, ja. Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich den anderen genommen. Ich brauche eine Laterne oder so für das Ding. Ich habe noch eine Brandbombe. Verkackt. Du hast noch eine? Ich bin runtergefallen. Geht das? Ich glaube, das geht tatsächlich leider nicht. Kannst du versuchen, erst hier rauszugehen, dann rüber zu springen. Obwohl, man kann hier gar nicht so weit springen, ne? Ich kann hier nicht mehr drauf. Oh, okay. Na egal, komm, wir fighten das Ding jetzt. Ja. Ich hab... Wo ist der Heinz? Dann läuft das ins Feuer da. Auf Frenzy Mode. Ah, diese komischen Käfer sind das, ne? Ah, oh Hilfe, Gott. Die Käfer. Aua, aua, aua. Das ist sehr viel Schaden, den der macht. Ich bin mir gerade die Hälfte von meiner HP gezogen mit einem Schlag. Alter, fast down. Fast down. Tot. Nice. Okay, dann lass direkt wieder aufs Dach hoch. Ja, dann vielleicht gibt's irgendwo. Oder hier noch Munition mit. Munition ist sehr wichtig. Hier liegt auch noch mal. Wie kamen wir jetzt wieder da aufs Dach? Ah, wir gehen nicht durch hier, wir müssen erst hier wieder außen rum. Ah, ich hol mal schon Munition, ja. Mhm. Ich glaube, ich stelle mich mal ganz kurz hier hin und schau mal ganz kurz in den Optionen wegen diesem Tipps da. In Nerven, oder? Ja. Ja, in den Game Settings, also in den Settings nochmal unter Game, ganz unten. Okay. Da gibt's so zwei Sachen, die du ausstellen kannst. In Game Settings. Ah, hier. Show Edition Hint Banners. Was ist das? Das ist auch. Da muss einfach beides ausmachen, diesen Tutorial und das mit den Hint Banners. Ich glaube, da ist keiner echt. Ja, das Ding ist, die eben bei Nordwesten waren, die werden jetzt halt auch nicht mehr bei Nordwesten sein. Die werden jetzt wo ganz anders so schon sein. Ja. Können jetzt halt eigentlich auch schon überall kommen. Vielleicht sind sie schon raus, wollten nur farmen, sind wieder weggegangen. Was mich wundert, dass der Basche halt auch noch nicht, am Banishen ist, obwohl wir uns halt ja auch so lange Zeit gelassen haben mit dem Assassin extra. Ja, also. Wir können uns den ja dann auch noch holen, ha? Ja, könnten wir machen. Den Hunter hier, den du jetzt hast, ja eh erst auf Level 1, oder? Ja, den habe ich erst geholt. Ja, okay. Dann gibt's ja für dich nichts zu verlieren, für mich auch nicht, weil ich ja eh noch nicht Level 11 bin. Oh Gott. Wo denn? Hier hinten, Nord-Nordosten in die Richtung irgendwo, zwischen 15 und 30. Ja, dort im Wald, ja, genau da. Ja, schon. Hier hinten auch. Einer hat einen Hit.
steht bestimmt hinter dem Baum, oder? Ja, das steht genau da hinter dem Baum. Genau, wo ich markiert habe. Hat noch einen Hit. Weiter links ist auch noch einer. Ich weiß ja nicht wo, ich sehe den halt nicht von hier aus. Der war hier hinten irgendwo. Okay. Aber ich sehe halt nichts. Das bringt überhaupt nichts, dahin zu schießen, wenn man nicht sieht, oder? Wenn wir den am Baum getötet haben, also der zeigt sich halt immer relativ offen, lass mal weiter auf den fixieren, der hier vorne ist. Wenn wir den getötet haben, lass mal rechts außen rum pushen. Weil der eine ja noch ein gutes Stück weiter weg ist. Also falls wir ihn getötet bekommen sollten. Wie gerade zeigt er sich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er zurückgerannt ist oder nicht. Ja, wieso treffe ich denn den nicht? Ich schieße auf den Vollgas. Ah, da, jetzt sehe ich den da ganz links. Ja, der ist hier. Das hat eigentlich gar keinen Sinn. Wollen wir das da? Soll ich holen? Nö. Jetzt rechts, der kommt, guckt jetzt wieder. Ich hab. Wie viel Schuss hast du noch? 14. Lass mal. Folg mir mal kurz. Lass mal den hier machen. Ohne das Bounty zu holen, sonst sehen die das hier auf der Map. Gibt's hier noch irgendwo Muni oder so? Gut, ich folge dir. Da läuft einer. Links im Gebüsch irgendwo. Links im Gebüsch, den sehe ich halt leider gar nicht. Da ist er! Oh, pass auf. Kettenrevolver. Der ist tot. Einer tot, ja. Ich muss erstmal schnell heilen, warte. Alter, ich hab den voll in. Der ist hier auch irgendwo nah. Da läuft er. Da kommt jetzt nach links. Links. Ganz links. Muss mich heilen. Alter, der messert mich! Alter! Ich hab den nicht gesehen, es war dunkel. Level 11er. Der holt dann bestimmt hoch, oder? Ich weiß ja nicht mehr, wo dem seiner liegt. Ja, tot. Krass. Puh. Krass. Das war ein bisschen intens. Vielen Dank. Der wollte den gerade hochheben tatsächlich. Deswegen hat er sich da so hingeschlichen. Ja. Das waren die, die wir vorhin gehört haben.
Ja. Hier liegt eine Wetterli-Kabine, normale, ohne dieses Visier, wenn du möchtest. Die liegt hier hinten zwischen diesen Bäumen hier. Oh ja. Hier lag noch eine andere. Oh, die. Ah, ne. Die finde ich auch gut. Oder hat der andere noch eine bessere gehabt? Eine Armbrust. Armbrust, keine Ahnung. Es war sehr leise tatsächlich, aber. Hast du nur 12 Schuss? Nicht nur das, du kannst aus diesem normalen Munitionskasten dafür keine Munition bekommen und ich glaube auf dem Körper tötet die Spieler nicht mal mit einem Schuss. Da wirklich mal versuchen, den Butcher zu holen, weil irgendwie läuft da gerade gar nichts. Ja, warte, ich bin unterwegs. Ich guck mich mal kurz um. Aber hier ist niemand in der Nähe. War auch relativ klar eigentlich. Haben sich die alle gegenseitig erschossen oder was? Oder haben die zwei alle erschossen? Ich würde noch mal kurz Muni holen. Kann auch sein, dass welche am Butcher gestorben sind oder so. Oder halt, dass zwei Teams sich bekämpft haben jetzt auf der Butcher-Seite und die zwar das andere Team getötet haben, aber selber dann noch an Zombies oder so gestorben sind, keine Ahnung. Ist halt alles möglich, aber lass einfach mal davon ausgehen, dass so welche leben. Weil es ja doch eher unwahrscheinlich ist. Obwohl sie halt den Butcher noch nicht getötet haben. Hat die Wetterli nicht mehr Schuss als nur 13? Kannst du keine Munition mehr aufheben für die auch, oder wie? Nee. Dann hat die wohl nicht mehr. Aber ich hatte die halt, hatte schon mehr. Du kannst halt noch eine Pistole mitnehmen, die dieselbe Munition wie die Wetterli benutzt. Und dadurch kannst du dann halt automatisch mehr Schuss dafür mitnehmen. So. Weil die Pistole ja auch die Munition verschießt. Ja, ich das dürfte, glaube ich, die Medium-Munition sein. Ich habe jetzt die. Wie heißt die? Rival oder wie die heißt? Also die mit dem komischen Dingsgürtel da drumrum. Mit der du so schnell schießen kannst. Ja. Da brauchst du aber dieses komische Fanning-Ding da. Ja, das habe ich ja nicht, aber. Ja, ich auch nicht. Ich hab die halt auch ausgerüstet, aber. Ich finde die halt so ein. Eigentlich gut, finde ich die, ja. Hier vorne sind Spieler. Echt? Ja. Hier vorne links, genau in dem Gebäude hier drin sogar. Okay, jetzt wissen die, dass ich hier bin. Der Zombie hat mich zwischen der Wand und sich selber stuck gemacht. Ich müsste schießen. Hast du die gehört? Nee, ich hab in der Schatten sich kurz geschaut. Wenn ich schauen der soll. Der Butcher ist hier auch drin, ich höre den laufen. Das ist aber nur einer. Das ist tatsächlich nur eine Person. Soll ich auch nochmal gucken, oder? Kannst du machen, wenn du möchtest. Ah, da oben auf dem Dach. Ich versuche die andere Seite in meinem Visier zu bekommen. Ja. Wo ist der andere im Haus? Tot. Tot? Guck mal kurz, ob hier noch ein zweiter doch ist oder ob das der letzte war. Nee, ich hab keinen gesehen. Okay, nice. Ist der am Dach gewesen? Ja, ne? Jetzt glaube ich, es dürften alle Spieler tot sein tatsächlich. Jetzt kommt das hin. Drei Kills. Siehst du, diesmal hast du alle erschossen. Was für eine Waffe hatte der denn? Ah, die Wetterli mit dem Visier. War das überhaupt der Butcher, den ich jetzt gehört habe? Oder war. Ne, es war der Typ hier, glaube ich, den ich gehört habe. Was ist trotzdem das Gewehr der Butcher von dem? Ja, okay. Was habe ich gesehen? Wo liegt denn das Gewehr von dem? Auf dem Dach, direkt bei ihm irgendwo. Das war halt diese, die wo du davor hattest, ach, die Wetterli mit dem Visier. Ja, ich nehm die mal wieder mit. Weil die hat mehr Schuss. Die hat mehr, echt? Okay. Ja,
Ja, über 20. Hier ist noch ein. Wetter. Lass mal diesen, den großen hier noch töten, kurz vorher. Okay, warte, ich. Auf jeden Fall habe ich vorhin. Hier ist eine Axt. Ja, den würde ich nicht so nah ran. Okay. Ja, das meine ich. Ich wollte es mal versuchen. Bei dem ist eine Axt dann halt doch nicht so effektiv. Oh, Moment, der schlägt nochmal. Ich vergesse das immer wieder. Aber beim Ding ist dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Hä? Was denn? Beim Butcher? Ja, oder? Ja, der tötet dich normal nicht mit einem Schlag. Aber du, ich würde jetzt nicht riskieren, weil du darfst jetzt nicht mehr zum Boden gehen, weißt du? Oh, ist hier Heilung? Liegt hier Heilung irgendwo? Ich kann mich leider nicht mehr heilen, ich habe schon zwei Lebensbanken verloren. Oh, stimmt. Weil ich zweimal gestorben bin. Wo kommt denn der Fettklops? Ich versuche das jetzt mal mit der Axt, wir gucken, wie viel Schaden der davon bekommt. Krass. Ich muss mal kurz raus. Ich hab gebrannt. Ey, mein Freund, komm doch mal her. Mach sogar Lärm. Ob der so doof ist und ins Feuer läuft? Nur der kriegt keinen Feuerschaden, das ist tatsächlich. Er kriegt keinen Feuerschaden, weil er selber einen anzündet. Ja, genau. Aber er wird langsamer dadurch. Oder bilde ich mir das nur ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er keinen Schaden davon bekommt. Er kommt oder von wenn rechts. Nur sehr, sehr wenig. Keine Ahnung. Also weiß ich fast gar keinen. Kannst du mal ausprobieren? Geh mal da weg, wo du gerade stehst. Oh, der ist im Wutmodus. Gott. Ah! Lauf, lauf! Lauf, Forest! Ich kann nicht zu dir, hier ist komplett Feuer. Das ist alles in Feuer getränkt. Ich schieße mal ein bisschen, hoffe, dass ich den seinen Akku ziehe. Renn mal zu mir. Oh, das hakt voll gerade. Ich hole mir jetzt mal die Axt. Wieder. Hey, das ist ein Kopfloser. Tot. Okay, nice. Man kann ihm seinen Angriffen ja mega leicht ausweichen. Das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Der schlägt nämlich immer zu früh. Also schlägt schon bevor du überhaupt in Reichweite bist, dann musst du einfach stehen bleiben und dann kannst du auf ihn zurennen, sobald er angegriffen hat. Ach so. Habe ich gerade irgendwie mal ausprobiert. Mit der Axt. Wenn wir die jetzt aufheben, haben wir dann 8 von diesen komischen Dingern? Nee, ne? 8 von welchen? Ja, zum Nachgucken. Achso, nee. Dann hast du aber wieder 5. Achso. Deswegen du kannst jetzt ruhig mal kurz gucken, ob hier irgendwie zufällig doch wieder Spieler in der Nähe sind. Über uns irgendwo. Ja. Meins habe ich verbraucht. Ich habe auch was verbraucht. Den aber einen hier bei dem Haus gesehen habe. Aber es ist nichts. Okay. Nur eine Bellen aber draus. Ja, wegen dem Fight hier unten, schätze ich. Lass mal nach oben ein paar Mobs töten. Jupp. Na, der ist ein bisschen steif geworden. Der rennt wieder so ein Brandvieh random mit mir. Guck, das meine ich. Der rennt da einfach random rum. Ja, was ist mit dem los? Ja, da habe ich mir letztens halt auch gedacht. Der Heinz hat Termine. Kann nicht auf das Haus rauf, okay. Alter, wie schnell ist denn der? Gott. Du brennst, glaube ich, ne? Ja. Alles gut. Da ich läuft hab noch keinen Bike verloren.
Was willst du noch töten? Bitte? Wolltest du noch was töten? User joined the channel. Hi, gut. Ich bin dann weg, Linky, ne? Weil ich jetzt Hand spielen hier. Wir sind mitten in der Aufnahme. Ja, Guten Tag. Guten Tag. Ein neuer Spieler in der nächsten Runde. Siehst du, dann können wir nochmal hier rundherum laufen und rumfarmen, oder? Ja. Schon wieder. Sind jetzt ja alle tot. Das ist ja gut, gut. Aber irgendwie ist hier auch tatsächlich nichts. Ich glaube wirklich, wenn nur noch ein Team lebt, dass weniger Sachen spawnen. Es spawnen zwar immer noch welche ab und zu, aber irgendwie nicht mehr so viel. Wahrscheinlich damit der Farm nicht möglich ist. Damit man halt schlechter farmen kann. Würde ja sogar Sinn ergeben. Wir haben übrigens gestern getestet, die Anzahl kommt von den Water Devils jetzt nur noch 30 statt 150 XP. 20 waren sie, oder? Ja, oder sogar nur 20. Und die sind ja auch keine Gefahr mehr. Ja, die spawnen aber alle 10 Sekunden nach, also könntest prinzipiell trotzdem mit denen, wenn du irgendwo hingehst, wo zwei Water Devils direkt nebeneinander sind und du weißt, dass alle tot sind, kannst die prinzipiell, weil die halt innerhalb 10 Sekunden ja immer respawnen, kannst damit trotzdem gut farmen, wenn du das, wenn du jetzt in 20 Minuten die Runde zum Beispiel vorbei hast und es dann noch die 40 Minuten lang machst und du halt weißt, dass alle tot sind und ungestört machen kannst. Leon. Irgendwann kriegen wir es dann noch hin, nach 5 Minuten farmen zu können, weil wir einfach alle Leute getötet haben. Nee. Ja, das stimmt, das spawnen ja welche auf der anderen Seite der Map, die brauchen ja ein Stück. Ja. Hier ist wirklich nichts mehr, ne? Nee. Hier ist halt aber auch nirgends mehr Heilung. Bräuchte also, irgendwo hier mal Heilung. Ich kann schon mal sagen, ich werde nicht wirklich hilfreich sein. Meine Main-Waffe wurde so sehr genervt, dass es nicht mehr meine Main-Waffe ist und die Nitro habe ich noch nicht. Okay. Die haben das ja komplett umgestellt, die Sachen. Zum Beispiel die Windfield, die hast du beim anderen früher gekriegt. Das war mein Main. Die Windfield. Ja, nee, ja. Du schießt jetzt viel langsamer. Das ist echt mies. Du schießt so, gehst dir kurz einen Kaffee machen, kommst zurück, kannst dann das zweite Mal schießen. Ja. Und dann kannst du den Kaffee austrinken, kannst du dann das dritte Mal schießen. Ja. Also zumindest so, wenn du es mal mit vorher vergleichst. Und du kriegst ja auch viel später erst ab Level, irgendwas, 48 oder so. Ja, komm, dann lass einmal zum Ausgang. Das hat, glaube ich, nicht viel Sinn, jetzt hier noch farmen zu gehen. Ja, so wie gestern. Auf jeden Fall ist jetzt, finde ich, zumal wir auch noch eine Runde spielen wollen. Weißt du, Crown and King ist ja mal jetzt absolut OP. Weil vorher war es mit der Swift ja oder mit der allgemeinen Windfield auch so, konntest relativ oft schießen. Aber jetzt geht er ja langsam, was heißt, er hat noch mehr Chance, dich zu pushen. Okay. Ne. Beziehungsweise allgemein sind Shotguns jetzt mehr oder weniger dadurch stärker geworden, obwohl sie an sich nicht stärker gemacht worden sind. Aber es ist halt eine Waffe, die halt im Nahkampf ziemlich gut zu gebrauchen war, es wurde jetzt halt komplett also wurde jetzt halt so genervt, dass sie gar nicht mehr so stark für den Nahkampf ist. Und dadurch sind halt automatisch sowas wie Shotguns und so halt stärker. Was heißt, im Nahkampf ist es mittlerweile einfach so, da kannst du nur noch Revolver mit Fanning oder Shotguns benutzen. Weil der Rest schießt zu langsam. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Wenn du keine Shotgun hast und da läuft er auf dich zu, da kannst du einpacken, ey. Wird mir erstmal alles gezeigt, was ich bekomme noch. Jetzt geht's ab, Leute. Ah, ne, das ist kein Level 1 Hunter gewesen von mir. Ja, okay, egal. 10. Trotzdem nice. Ja. Oh, bestimmt auf über 25, denke ich mal. Leute, das sieht gut aus, ne? Ja. Zweimal Teammate Revive, das gibt ordentlich Punkte tatsächlich sogar auch. Wieder fast 6000. Naja, ich habe sogar die 6000 bekommen. Wegen dem Teammate Revive, schätze ich mal. Weil du mich zweimal wieder hochgeholt hast. Weißt du, es ist jetzt schon irgendwie belastend, dass wir... Ist mein Hunter Level 50. Als wir Level 100 waren, bevor das Update hier kam, kein Prestige gemacht haben, weil den Prestige hätten wir behalten. Ja. So im Nachhinein war das nicht so geil. Oh, und ich bekomme noch so viel normale Levels.
Nice. Okay, ich bin direkt Level 14. Echt? Ja, ich bin direkt Level 14 geworden, weil die restliche XP, die ja mein Hunter nicht bekommen durfte, ja, ist ja jetzt komplett in mein normales Level reingeflossen. Was? Dadurch bin ich jetzt direkt Level 13 geworden. Bin dann verkauft. Soll ich den jetzt direkt retiren? Also ich mach den glaube ich schon bei 25 retiren. Leon, ich riskier's. Ich behalte den noch eine Runde jetzt. Also dieses eine Match, weil wir halt zu dritt spielen. Behalte alle meine 50er, gemacht. Bis ich 5 Stück habe. Achso? Ja, aber ja, ich will mit dem Spielen für die XP. Achso. Naja, Achievement. Bis du 5 Stück hast, ne, bis du 4 hast, meinst du? 5 Stück. Das Achievement ist 50er Hunter in deinem Ding zu haben. Bei 5 Stück musst du. Ah, ne. Du hast schon. Also du hast. Slots. Okay, dann habe ich 6 Slots jetzt, weil ich mir aus den eingekauft habe. Ja. So, na gut Leute, das war's erstmal die erste Folge von Hunt Showdown. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!